Der Streit im BSW eskaliert gerade immer weiter. Auf der einen Seite steht das BSW Thüringen unter Führung von Katja Wolf und Steffen Schütz und auf der anderen Seite stehen Sarah Wagenknecht und so gut wie das gesamte andere BSW. Also es kämpfen gerade alle gegen Katja Wolf. So kann man den parteiinternen Streit im BSW am besten zusammenfassen. Die Berliner Zeitung hat dazu einen Artikel geschrieben, den wir uns gemeinsam durchlesen werden. Wagenknecht-Partei zerbricht das BSW jetzt am Streit um US-Raketen. Ich gehe nicht davon aus, dass das BSW zerbricht, sondern Wagenknecht wird ein Machtwort sprechen. Sie wird sich wahrscheinlich gegen Katja Wolf durchsetzen. Alles andere wäre für die meisten BSW-Unterstützer auch eine herbe Enttäuschung, da wirklich fast alle im BSW und auch im BSW-Umfeld, die dem BSW nur positiv gegenüberstehen, da fast alle eher auf Linie Wagenknecht sind und man sehr enttäuscht wäre, wenn sie sich nicht durchsetzen würde. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das BSW nicht zerbrechen wird, sondern so, wenn, dann wird man Katja Wolf und ein paar andere im Thüringer Landesverband, die gerade in die falsche Richtung gehen, abspalten und dann vernünftig weiter Oppositionsarbeit machen. Wolf hat aufreibende Wochen hinter sich. Also es geht jetzt um Katja Wolf, die Thüringer BSW-Führerin. Verhandlungen, die mitunter bis in die Nacht andauerten. Naja, viel erreicht hat sie nicht. Mit CDU und SPD führte sie Sondierungsgespräche für ein Regierungsbündnis im Freistaat. Am Montagnachmittag stellten die Parteispitzen eine Präambel vor, die den Koalitionsvertrag einleiten soll. Sie enthält eine Art Friedensformel, das hätte Wagenknecht so gewünscht, als Voraussetzung für weitere Gespräche. Und das stimmt so schon mal nicht. Also dieser Vertrag enthält keine Friedensformel, sondern da steht geschrieben, ja, CDU und SPD sind für Waffenlieferungen, für Raketenstationierung und für die Westbindung. Das BSW ist nicht dafür. Also man hat festgehalten, dass man nicht einer Meinung ist. Aber die Landesregierung, wenn sie sich uneinig ist, die wird im Auswärtigen Ausschuss des Bundesrates dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die übliche transatlantische Außenpolitik von CDU und SPD machen. Also davon kann man ausgehen. Wenn CDU und SPD nicht mal als Zeichen des guten Willens bereit waren, sich gegen Raketenstationierung und Waffenlieferung auszusprechen, dann wird die reale, dann ist schon jetzt völlig klar, wie die reale Außenpolitik der Landesregierung dann aussehen wird. Also das ist ein einziges Desaster, mal abgesehen vom Rest des Sondierungspapiers, der auch ein einziges Desaster ist. Die Schuldenbremse steht drin, man will 1,3 Milliarden Euro im Jahr einsparen. Es soll keine richtige Corona-Aufarbeitung geben. Es gibt nicht mal ein Bekenntnis, dass Krankenhäuser im ländlichen Raum nicht geschlossen werden. Dazu soll der Verfassungsschutz von Stefan Kramer noch mehr Geld bekommen. Es soll mehr Geld für Demokratieförderung geben, also dass sich SPD und Grüne dann Vorfeld aufbauen können. Also dieses gesamte Sondierungspapier ist ein einziges Desaster. Ich werde in der Beschreibung auch nochmal den Artikel von Norbert Hering verlinken, wo er das nochmal einzeln aufführt. Also das ist wirklich eine einzige Katastrophe und es ist gut, dass das Bundes-BSW sich dagegen stellt. Also nicht nur die Friedensformel ist das Problem, sondern das gesamte Papier, was wirklich ein schlechter Witz ist. Also man kann nicht glauben, wie Katja Wolf das da verhandelt hat und danach der Meinung war, ja, das ist ein gutes Ergebnis, da können wir weiterarbeiten. Noch am Montagabend meldete sich Wagenknecht über die Presse zu Wort. Der Passung sei ein Fehler, sagte sie. Ja, Überraschung. Wagenknecht dürfte den Wortlauf vor Veröffentlichung gekannt haben. Zuvor waren offenbar mehrere Entwürfe nach ihrem Einspruch verworfen worden. Überraschung, die waren da wahrscheinlich noch schlechter. Am Ende setzten sich die Thüringer über ihre Bundesvorsitzende hinweg und das ist nicht gut. So Wagenknecht war in allen Wahlkämpfen omnipräsent. Sie hat gesagt, dass diese Friedensformel essentiell ist, dass diese Friedensformel unabdingbar ist, wenn es zu einer Koalition kommen soll. Und jetzt soll eine Koalition kommen ohne diese Friedensformel. Das geht so nicht. Und das ist Verrat am Wähler und das ist gut, dass Wagenknecht hier erstmal versucht hat, intern darauf einzuwirken und dann öffentlich gesagt hat, das geht so nicht. Und jetzt müsste das Thüringer BSW eigentlich einlenken, wenn es nicht seine gesamte Wählerschaft komplett verscheuchen will. Auch in Brandenburg hatten SPD und BSW eine Präambel beschlossen. Anders als im Erfurter Papier findet sich darin gemeinsame Kritik an der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Ja, genau, deswegen ist die Präambel in Brandenburg besser als die in Thüringen. Deswegen war das in Brandenburg ein akzeptabler Kompromiss und das in Thüringen war es nun mal nicht. Die Präambel aus Thüringen ist weicher formuliert, abwägender. Dazu teils ambivalent. Nein, ist sie nicht. Jetzt steht sie hier sogar im Artikel. CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs. Ja, da steht einfach, CDU und SPD wollen die aktuelle Außenpolitik weitertreiben. Das BSW lehnt das ab. Das wird dann in der Koalition passieren. Das wird die normale Außenpolitik, die alle transatlantischen Kartellparteien betreiben, weiter betrieben werden. Also das ist komplett lächerlich. Zu den Raketenplänen steht im Koalitionsvertrag, wir erkennen an, dass viele Menschen in Thüringen die geplante Stationierung von Mittelstrecken- und Hyperstarraketen kritisch sehen bzw. ablehnen. Wir erkennen an, dass viele Menschen das ablehnen.
Aber wir ziehen es trotzdem durch. Also das ist wirklich eine Verhöhnung der Wähler. Eine komplette Verhöhnung der Wähler, dass das BSW sowas mittragen will, das geht nicht. Und das ist gut, dass halt fast alle hochrangigen BSWler, also nicht nur Wagenknecht aus Dardelen, Hakschenow, De Masi, haben sich so viele dagegen geäußert. Also da ist Wagenknecht ja nicht alleine. Einige Mitglieder gehen auf Konfrontationskurs mit den Thüringer Kollegen. Und das Sondierungspapier ging vielen nicht weit genug. Ach, mehr Geld fürs Verfassungsschutz und für Demokratieförderung, sprich für irgendwelche transatlantischen Thinktanks, das stößt vielen BSW-Wählern sauer auf. Wer hätte das ahnen können? Der Mediziner und Europaabgeordnete Friedrich Pirner kritisierte die Passagen zur Aufarbeitung der Corona-Zeit. Wir als neue politische Kraft haben es versäumt, unsere Akzente in diesem Papier zu setzen, sagte er. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung forderte er gar den Abbruch der Verhandlungen mit CDU und SPD. Ja, Pirner hat auch gefordert, also da ist er sogar noch radikaler als viele andere, dass Verhandlungen mit der AfD aufgenommen werden sollen. Also als an anderer Stelle schon, als das mit dem Landtagspräsidenten vor ein paar Monaten war. Da war Pirner auch einer der wenigen, der da Kritik dran geäußert hatte. Pirner bezeichnet sich selbst als Einzelgänger am BSW, erst neu in der Politik. Doch die Kompromissbereitschaft der Thüringer stößt auch anderen auf. Sie fürchten, dass die Positionen des BSW in einem Regierungsbündnis verwässert werden, was bei der Bundestagswahl auf die Partei zurückfallen könnte. Es ist ein wenig wie bei der Linken. Nur, dass die regierungswilligen Pragmatiker des BSW vor allem einen Landesverband bestimmen in Thüringen. Nee, das sind keine regierungswilligen Pragmatiker, das sind Hasardeure, die gerade die Partei in Brand stecken. Also man kann nicht einfach das Parteiprogramm aufgeben und dann sagen, wir sind doch pragmatisch. Nee, Pragmatismus bedeutet, dass man zum selben Ziel will, aber da keine großen Dogmen befolgt, die man dabei einzuhalten hat, sondern dass man pragmatisch versucht, irgendwie zu diesem Ziel zu kommen, ganz egal, ob das jetzt nach moralischen Gesichtspunkten oder anderen Dogmen, die man hat, so ganz vernünftig ist, was man da machen will, sondern dass man einfach nur versucht, dieses Ziel zu verfolgen. Also man könnte Pragmatismus mit folgendem Satz umschreiben: Der Zweck heiligt die Mittel. Das heißt Pragmatismus. Pragmatismus heißt, ich bin bereit, alles zu tun, egal wie verwerflich es sein mag, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt eigentlich Pragmatismus. Zu sagen, mir ist dieses Ziel, was ich eben gerade mir noch gesetzt hatte, jetzt völlig egal, das ist kein Pragmatismus, das ist Verrat. Um jetzt mal dieses harte Wort zu bemühen. Aber das hat letztlich nichts mehr mit Pragmatismus zu tun. Das ist einfach eine Aufkündigung einer Vereinbarung, die man eigentlich mit den Wählern, mit dem Rest der Partei hatte. Auch Oliver Janoschek ist Politikneuling. Er führt ein Kommunikationsunternehmen in Frankfurt am Main. Seit gut 2 Wochen ist er Chef der Wagenknecht-Partei in Hessen. Als BSW-Mitglied, aber er ist Co-Chef in Hessen. Also er schreibt es auch selber hier. Warum die hier schreiben, er sei Chef? Egal. Als BSW-Mitglied, vor allem als Co-Landesvorsitzender, bin ich mit der thüringischen Präambel nicht einverstanden. Gut. Also es gibt zahlreiche BSWler, die sich mittlerweile so geäußert haben. Er stört sich daran, dass sich die Verhandlungspartner nicht auf eine gemeinsame Kritik an den US-Raketen einigen konnten. Ja. Sehe ich auch so. Also das war Koalitionsbedingung des BSW, das hätte reingemusst. Es war nicht drin, also müsste das BSW jetzt, wenn es konsequent wäre, eigentlich die Verhandlungen abbrechen. So, der Streit könnte sich also noch zuspitzen. Koalitionsverhandlungen brauchen Zeit, aber auch Ruhe, die schon jetzt von den BSW-Querelen gestört wird. Am Dienstag veröffentlichte das Portal T-Online einen Gastbeitrag von Jessica Tatti und Ralf Suikert. Katja Wolf und Steffen Schütz sind in Thüringen auf dem besten Weg, das BSW zu einer Partei zu machen, von der es nicht noch eine braucht, schreiben die parlamentarische Geschäftsführerin und der Schatzmeister des BSW. Die Wagenknecht-Partei trägt ihre Grabenkämpfe also in aller Öffentlichkeit über die Medien aus. Auch das erinnert an die Linke und das ist fatal. Das hätte man intern klären müssen. Also konkret hätte Katja Wolf und Steffen Schütz intern auf Sarah Wagenknecht hören müssen und die Verhandlungen abbrechen müssen, wenn CDU und SPD nicht kompromissbereit waren. Oder sie hätten die Verhandlung so lange weiterführen müssen, bis CDU und SPD eingeknickt wären. Aber einfach dann zu sagen, okay, verzichten wir auf die Forderung, die wir vor der Wahl unseren Wählern noch als unverhandelbar verkauft haben, dann geben wir diese Forderung auf. Das geht nicht. Und da ist es gut, dass Sarah Wagenknecht und ein paar andere das dann auch öffentlich so bekräftigen. Droht nun also der Bruch mit den Thüringern Wolf und Schütz? Sollte es zum Äußersten kommen, könnte ihnen die Parteisatzung zum Verhängnis werden. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei kann der Parteivorstand Ordnungsmaßnahmen gegen Gliederungen anordnen, heißt es dort unter § 15. Eine solche Gliederung ist der thüringische Landesverband. Zulässige Ordnungsmaßnahmen sind die Auflösung und der Ausschluss der Gliederung sowie die Amtsenthebung des Vorstands derselben.
Sprich, wenn es hart auf hart kommt, dann ist der Bundesvorstand der Souverän und dann wird der Thüringer Landesvorstand einfach entmachtet. Also dann war es das. Dann können Wolf und Schütz da ihr Werk außerhalb des BSW weitertreiben. Die sind ja dann immer noch Landtagsabgeordnete. Können sie dann auch gerne bleiben, aber dann nicht mehr im BSW, nicht mehr in einer verantwortungsvollen Funktion im BSW. Vor Anfrage sagte ein Sprecher der Bundespartei am Dienstagabend, dass es auch in Thüringen viel Kritik aus dem Kreis der Mitglieder am Fortgehen der Verhandler gebe. Satzungsrechtliche Maßnahmen stehen nicht zur Debatte. Das ist schade. Also das sagt man jetzt vielleicht öffentlich, um die Debatte zu beruhigen, aber das ist schade. Die sollten zur Debatte stehen. Also wenn das BSW in Thüringen offensichtlich das Gegenteil dessen macht, was die Bundespartei will, dann muss die Bundespartei auch diesen Konflikt austragen. Es war an der Linken immer ein großer Fehler, dass Parteiführung, egal welcher ideologischen Richtung sie jetzt zugehörten, nie bereit waren, Konflikte auszutragen. Dann hat man öffentlich gegen den anderen geschossen, aber war nie bereit, Entscheidungen zu fällen. Man war nie bereit, offen eine Richtungsentscheidung zu fällen, sondern man hat das immer vertagt, irgendwelche Parteibeschlüsse da gemacht und dann immer irgendwie Proporz von irgendwelchen komischen Strömungen gelassen. Das darf im BSW nicht passieren. Im BSW, da muss es eine Linie geben und die muss durchgesetzt werden. Die Leute, die da abweichen, können sich eine andere Partei suchen. Und ja zurück in die Linkspartei gehen zum Beispiel. Die sind sie, glaube ich, gern gesehen. Ich meine, Ramelow wollte ja sowieso, dass Katja Wolf zurückkommt. Also ich hoffe, dass Ordnungsmaßnahmen sehr bald zur Debatte stehen werden. Sollte Katja Wolf, sollten Steffen Schütz, sollten die beiden nicht einknicken, dann sollten auf jeden Fall Ordnungsmaßnahmen zur Debatte stehen, bis hin zu einer Auflösung des Thüringer Landesverbandes. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Was spricht rein sachlich dagegen? Also so eine Landesregierung in Thüringen, die das Gegenteil dessen macht, was das BSW versprochen hat, die würde dem BSW schaden und könnte eventuell auch einen Bundestagseinzug des BSWs gefährden. Das ist ein viel größerer Schaden, als jede offene Austragung des Konfliktes jetzt an Schaden bedeuten würde. Also man kann ja nicht dauernd eine innerparteiliche Opposition in einem Landesverband dulden, die machen lassen, was sie will und ja, so halt, was sie wollen. Wir finden das nicht gut. Wir haben ja eine Protestnotiz aus Berlin, da nimmt einen keiner mehr ernst. Dann untergräbt man erstmal seine eigene Autorität als Parteiführung und man zeigt den ganzen Wählern, okay, wenn ihr uns wählt, dann sind wir nicht verlässlich. Wir machen nach der Wahl dann nicht das, was wir vorher versprochen haben. Und das ist schlecht. Also man sollte wirklich vor der Wahl, also nach der Wahl auch das machen, was man vorher versprochen hat. Und wenn da Leute nicht gewillt sind, das zu tun, dann haben sie in der Partei halt nichts verloren.